Heute zu Gast bei mir im Studio ist Guido Kanz. Ja. Guido Kanz ist bekannt als TV-Moderator. Seit über 10 Jahren moderiert er Verstehen Sie Spaß im Fernsehen. Als Comedian und Entertainer und Buchautor verdient er seine Wege. Und als Kölner ist er natürlich auch als Redner im Kölner Karneval bekannt. Seit fast 30 Jahren, man überlege sich das, versteht es Guido Kanz, seine Zuschauer und Hörer zum Lachen zu bringen. Guido Kanz ist verheiratet, Vater eines Sohnes. Er wohnt, und da legt er Wert drauf, in Porz, sagen wir mal ein Stadtrandgebiet von Köln. Na. Lieber Guido, herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, an unserem Projekt der Stadt Bestes das Positive in der Krise teilzunehmen. Die Corona-Pandemie stellt einen derart umfassenden und jeden Menschen betreffenden Einschnitt dar, wie es auch die Entdeckung des Feuers, die Erfindung des Rades oder die Schöpfung des Internet war. Niemand kann sich ihr und ihren Auswirkungen entziehen und jeder Mensch hat eine Meinung und einen Standpunkt zur Pandemie. Lieber Guido, wie hast du die Krise seit dem ersten Lockdown im März wahrgenommen? Von welchen beruflichen oder privaten Einschränkungen kannst du uns erzählen? Ich habe die Krise am Anfang fast positiv wahrgenommen. Also jetzt natürlich nicht wegen der Erkrankungen, weil mein Vater selber im März zu einem sehr frühen Zeitpunkt positiv getestet wurde. Und der ist COPD-Patient in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Und es war immer klar, wenn der Corona bekommen sollte, da lag der auch im Krankenhaus in Porz, dann ist das eine ganz schwierige Situation, die er aber gemeistert hat und wir alle. In der Zeit hätte er auch seinen 80. Geburtstag gefeiert. Das haben wir natürlich nicht gemacht, mit Abstand, also eher telefonisch. Also es war schwierig. Danach habe ich diese Auszeit so wahrgenommen, dass es eine Auszeit für mich beruflich ist, die ich mich nie getraut habe zu nehmen. Also ich habe die letzten Jahre wirklich sehr, sehr viel gearbeitet, zum Teil auch an der Grenze und habe gedacht, da zieht jetzt einer einen Stecker. Und da ich an den lieben Gott glaube und auch glaube, dass jemand auf mich aufpasst, habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das gar kein Zufall. Ja, so habe ich das wahrgenommen. Und die ersten Wochen war das gut, weniger zu tun, auch für die Family, dass man sich einfach mehr trifft, Telefon klingeln. Das ist eben live. Ne? Ja, also es war auf jeden Fall so, natürlich hat mich diese ganze Situation sehr, sehr verängstigt. Also ich finde, das ist eine Krise. Ich bin jetzt 49, die ich natürlich auch noch nicht so erlebt habe. Und ich glaube, dass das psychisch wie auch wirtschaftlich natürlich für viele, viele Menschen ein Riesenproblem ist. Ich habe jetzt sehr viel Glück gehabt in meinem Leben, muss man dazu sagen. Habe auch, das ist meinen schwäbischen Genen, glaube ich, zuzuordnen, auch viel gespart. Von daher war das wirtschaftlich noch alles okay. Auch schlechter, aber in Ordnung. Aber hoffe, dass man irgendwann wieder ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sieht. Ich bin Optimist. Das, was ich wirklich schlimm fand, waren diese Verschwörungstheoretiker und Leute, die diese Krise auch nutzen, um irgendeinen Frust loszuwerden, auch aggressiv zu werden. Da habe ich gar kein Verständnis für Leute, die dann auch alles rauslassen, Neid etc. Und das ist das, was mich ein bisschen beunruhigt, dazu noch neben dieser Krankheit. Viele Worte. Vieles, was Negatives erlebt worden ist. Gleichwohl erzählen uns aber auch viele Menschen, dass sie nicht nur Negatives in der Krise erlebt haben, sondern ganz im Gegenteil. Sie haben viel Positives daraus gezogen. Wie war es bei dir? Hast du Positives erlebt oder wurde dir im Zweifel durch Dritte auch Positives zuteil? Wie war das? Was ich großartig fand und immer noch finde, sind wie Kinder durch diese Krise bis jetzt gegangen sind und weitergehen. Ich nehme jetzt mal stellvertretend meinen Sohn, der ist 10 und die Kinder sind da von Anfang an mit Maske in den Unterricht gegangen, haben da den ganzen Tag mit Maske gesessen. Für Erwachsene war das ein Riesentheater, man kann ja keine Maske anziehen, um Gottes Willen. Die Kinder haben das gar nicht groß hinterfragt und haben das gemacht. Und mit welchem Optimismus die Kids auch in unserem Freundes- und Bekanntenkreis das gemeistert haben, da habe ich oftmals zu Freunden und auch meiner Frau gesagt, da können wir Erwachsene uns 3 Beispiele dran nehmen. Das fand ich großartig. Neben allen Menschen, die in sozialen Berufen arbeiten und komischerweise viele Leute geklatscht haben und Lieder gesungen haben, aber das Finanzielle ist bis heute nicht angekommen. Das ist eine Sache, die mich
an dieser ganzen Situation extrem ärgert und die ich auch nicht verstehe. Ja, trotzdem glaube ich, dass man aus jeder Krise was ziehen muss oder auch kann. Ein guter Freund von mir hat gesagt, in der Krise entpuppen sich die Arschlöcher. Auch da ist, glaube ich, ein bisschen was Wahres dran. Ja, ich versuche das in irgendeiner Form positiv mitzunehmen und glaube, dass wir Demut gelernt haben oder auch lernen, Vorfreude auf das, was kommt, und werden alles das, was irgendwie ein bisschen normal ist oder was Normalität war, viel mehr schätzen in Zukunft, wie wir das früher gemacht haben. Sehr schön, ich sehe was Tolles in deiner Hand. Das ist ein besonderer Grund, dass du das mitgebracht hast. Was ja, Klopapier hat uns ja die ersten Monate sehr beschäftigt. Das war fast schon eine neue Währung, Blattgold habe ich es genannt. Und das sind rote Klopapierrollen, die es ganz selten nur gibt. Und die haben wir geschenkt bekommen und die sind ein Dekoartikel. Vielleicht werden die aber auch in ein paar Jahren uns an diese Monate und an diese Jahre erinnern. Und ganz wichtig, ich habe viel gekocht. Neben viel Radfahren habe ich viel gekocht. Wir nennen das Restaurant Canzini und das ist der Kochlöffel, der immer zum Einsatz kommt und der mir, ich durfte kreativ sein am Herd. Was ich sonst auf der Bühne bin, war ich zu Hause in der Küche. Das sagt uns Guido Ganz. Herzlichen Dank für dieses kurze Gespräch. Danke.